Hallo, ihr Quirlinge. Weiter geht's mit Dringil in Black Legend. Und wir haben die Aufgabe, Tulpenzwiebeln zu setzen. Und das sollen wir machen auf alten Gebeinen, also auf Friedhöfen. Und der erste ist im Kirchenviertel, wo wir uns gerade befinden. Und zwar auf der anderen Seite von dieser Kirche, denke ich. Also machen wir uns ans Werk. Ach, da waren ja welche, stimmt. Ugh, auch so viele. Da können wir andersrum gehen. Wenn wir andersrum gehen können, wäre es kürzer, aber es kann ja sein, dass die genau da rumtrampeln, wo ich meine Blümchen pflanzen möchte. Hä? Wo muss ich hier aktiv... Ah, nee, muss ich nicht, hä? Wo denn? Ah, da wo es leuchtet. Na gut, das ist genau in deren... Aufmerksamkeitsbereich. Ja, dann hau ich die mal gerade weg. Ach komm, das machen wir gemeinsam. Hier. Guck, guck. Gong. So. Nee, Gong kommt später. Le Dringil. Ich habe ein paar Tage Spielpause gehabt. Das ist Le Marten. Das ist Le Dringil. Mal gucken, ob mir das jetzt irgendwie Probleme bereiten wird. So, jetzt kommt Gong. Killer Marten ist dran. Und leg los. Ha. Oh. Ja. Geh mal dahin. Und Dingi, du kannst doch dieses Werk hoffentlich vollenden, damit wir einen Gegner weniger haben. Der gar nicht mehr ins Kampfgeschehen eingreifen kann. Ja, wobei... knapp, verdammt. Moment, reicht es, wenn ich jetzt das da mache? Ja, das reicht. So, das war doch dann ein Messer wert. Wir gehen dahin, umdrehen und... Dann sind die auch mal dran. Mieke wird beworfen. Und Till bekommt einen Hieb in die Nieren. Wenn er noch welche hat. Hä? Der macht's andersrum, oder wie? Naja, gut, die teilen halt Humores aus, ne? So, du bist gleich dran. Kriegen wir dich klein? Mieke, oh ne, Mieke kommt gar nicht bis hin. Hier ist es zu Ende, die müsste hier rumlaufen und da, die kann vermutlich gar nicht mehr ihn umhauen. Trotzdem sind die Doppelsöldner gefährlicher als alle anderen. Ich hau trotzdem auf den drauf. Ja, Martin legt ordentlich vor, aber das wird wohl trotz alledem nicht reichen. So, Mieke, du wirst es vermutlich nicht schaffen, dort in eine Kampfposition zu kommen. Ja, das ist völlig richtig. Du könntest höchstens zweimal zwei Messer werfen. Das ist aber dann irgendwie auch nicht so sinnvoll. Geh mal dahin und hau dir mal eine drauf. Oh ja. Sehr gut. Bleib genauso stehen. Till. Tja, der hier ist jetzt angegartert. Hm? Aber du bist nicht der große Schadensausteiler. Das nutzt wenig. Aber nicht nichts. Oh, Martin, du bekommst jetzt die Revanche zu spüren. Die war aber von schlechten Eltern, ehrlich. Ich glaube, Martin... Was ist Dringil? Martin... Dringil kommt zweimal dran. Dann gehst du mal zuerst dorthin. Hier von der Seite kitzeln. Und das reicht. Dieser ungewaschene Gegner ist nicht mehr. Und du kannst dich dann dort schon mal aufstellen. Bist ja gleich wieder dran. Martin geht vorher dahin.
Und die wird auch gleich abserviert. Spätestens von Dringil. Irgendwie macht ihr keine Humores. Ich weiß nicht, woran das liegt. Haben die Gegner irgendwelche Ausrüstungsgegenstände, die das verhindern? Weil eigentlich pro Hieb ein Humores. Wende zufällige Humorstapel auf das Ziel an. No? Hm. Zwei Gegner down. Sehr gut. Bleib stehen. Mal gucken, was die Gegner überhaupt machen. Also, was der Gegner macht. Er prügelt sich mit Till. Ja, wenn wir auf den mal irgendwie Rubedo drauf bekämen, bekommen wir aber nicht. Gerade mal ein Nigredo, das ist seltsam. Ich weiß nicht so genau, woran das liegt. Till. Jemand, der nicht du ist, katalysieren möchte. Mieke wäre eine Kandidatin. Wenn sie kanalisieren täte, reicht es aber nicht. Also haust du drauf. Dann könnte es reichen. Reicht aber nicht. Wurscht. Denn wir haben noch Killer Dringil. Mit dem spitzen Säbel. Genau. Molotow. Schwarze Perle. Ach, da müssen wir interagieren. Ja, machen wir gleich. Vorher. Wir sollten einmal irgendwem noch einen hier auffüllen. Du hast ein Wurfmesser auf alle Fälle und einen Genever. Ja, das ist so das Wesentliche. Und dann wurde in den Kommentaren gesagt, dass Martin... ja, theoretisch auch eine Pistole in die zweite Hand bekommen könnte. Dreifachlauf. Dann könntest du auch katalysierend schießen. Schlachtfieber. Stellt einen Aktionspunkt wieder her, wenn ein kritischer Treffer landet. Hatten wir das gerade schon? Moment. Du hattest gerade das da. Ja. Es war damals auch schon da. Ist mir aber gar nicht aufgefallen, dass das gewirkt hätte. Das müssen wir auch mal beobachten. Also, nehmen wir den Dreifachlauf, ja. Dankeschön. So, jetzt die Tulpis. Das ist ein blödes Wort. Also die Tulpen, komm hier. Man sieht nicht wirklich irgendwas, aber wir haben es getan. Und das nächste ist bürgerliches Viertel oder Friedhofsviertel. Ja, wir sind jetzt im Kirchenviertel. Wir gehen, also ich schaffe die Helden ins Friedhofsviertel und dort suche ich schon mal den richtigen Spot und kämpfe mich bis dahin durch. Und die bis dahin durchkämpfe, die überspringe ich im Video. Keine Zwischenfälle. Später sind wir da, wo wir dieses riesige Schwert mal aufgenommen hatten, um den Grand Piers aufzustöbern und aufzufordern und gegen uns zu kämpfen. Hier, da ist die Stelle. Genau. Oben in der Minimap sieht man's. Und dann brauchen wir noch diesen Mini-Friedhof in der Nähe zur Gilde im bürgerlichen Viertel. Und danach müssten wir uns ins Elendsviertel aufmachen. Aber das wird mit dem bürgerlichen Viertel, wobei das können wir auch auf dem Rückweg machen, richtig? Genau. Wir werden ja jetzt irgendwas tun, um dann mit Johann wieder zu sprechen. Dann ist es doch schlauer, dass wir jetzt einmal ins Elendsviertel aufbrechen. Ich glaube, das hier ist der Durchgang zum Elendsviertel. Der sieht so durchgängig aus, dass es dann vielleicht hier ist. Das heißt, ich führe die Helden mal dorthin und dann schließen wir gemeinsam gleich dieses Tor auf. Denn den Elendsviertelschlüssel, den haben wir jetzt. Und da sind wir schon. Hat gar nicht wehgetan.
Haha. So, haben wir hier eine fiese Kiste? Das wäre echt gemein. Oh, warte mal. Hä? Kann man hier... Das sieht so treppig aus. Dringil? Ja, kommst du gar nicht hoch. Aber grundsätzlich kannst du ja immer noch klettern, oder? Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht's da nicht. Ah, hier, das ist so ein Seitenhof. Warum baut man hier einen Seitenhof? Hm? Den baut man doch nur, damit ich da reingehe und dann nichts finde. Oh. Elendsviertel, endlich. Und wir kommen im Elendsviertel. Wir gucken erstmal... Ah ja, das ist tatsächlich hier und dann da nach oben. Oh, das ist ein Gewirr von kleinen Gassen. Was müssen wir machen? Wir müssen die dreckigen Ratten finden und wir müssen einen Becher aus dem Brunnen am Angelteich mit Wasser befüllen und den dann wiederum im Wehrviertel oder Wehrviertel? Im Wehrviertel, glaube ich, abgeben. Okay, so, da sind einige Kapuzenmänner, einige Zipfelmützen. Naja, wir müssen das Viertel jetzt einmal leer kämpfen. Das überspringen wir natürlich nicht, weil wir wissen ja nicht, ob hier nicht irgendwas passieren wird. Erstes Martin dran, ja, genau. Stellen wir Martin dahin, dich dort. Mieke da und Tanky Boy Till dort. Kampf beginnen. Martin legt los. Ja, eigentlich schön für irgendwelche Bomben, wie die gerade stehen. Aber ich habe keine in der Stellauswahl. Nun gut. Dringil, kannst du auf das Geschehene aufbauen? Haha! Hoho! Huhu! Ah, es reicht knapp nicht. Ah, der hat jetzt erst einen Hubedo. Also entweder hat man den Skill mal in irgendeinem Patch geändert, dass der nicht mehr immer einen gibt. Das scheint mir so zu sein, ha? Huh? Wir kriegen ganz, ganz selten im Moment nur noch irgendwelche entsprechenden Humores auf die Gegner. Insofern müssten wir fast überlegen, ob wir nicht einen anderen Skill anwenden. Wir müssen mal in den Skill noch mal reingucken. Ich habe es zwar gerade nicht gelesen, aber wer weiß. Wo schaffe ich dich denn hin? Hm, vielleicht ja dort. Oh, das war eine Einladung. Hä? Ah, du Ekelpaket, du kommst auch noch mal dran, ja? So. Der droht, weiß ich fast nicht. Der ist nicht zu... Warte mal. Den kann doch... Katalysierender Schlag, den kriegt er vielleicht sogar Tilt down. Dann ist es doch besser, wenn ich dich... irgendwo hinbringe. Wo du zum Beispiel diesen Scharfschützen ärgern kannst. Ja, das ist doch gut. Und dann kletterst du mal da hoch. Till, ich habe darauf spekuliert, dass du es schaffst, ihn jetzt hier umzuhauen. Das gelingt dir aber nicht. Ach, du bist halt echt ein Till. Nochmal rot drauf. Oh, nein. Ein Wurfmesser erledigt, was ein katalysierender Schlag nicht geschafft hätte. Okay, ich bin beeindruckt. Dann darfst du ja sogar noch einmal dich nach vorn pirschen und jemandem einen Stein entgegenwerfen. Zum Beispiel diesem da. Ja, das hat gesessen.
Ich finde diesen Skill der Gegner schon irgendwie sehr bedenklich. Der nervt mich. Also, dort kann Marten katalysieren. Das kann Dringil aber genauso gut. Marten macht im Zweifelsfall immer noch den höheren Schaden. Dann ist es doch jetzt besser, wenn wir Marten hier angreifen lassen. So. Wie außer Reichweite. Hä? Wieso kannst du da nicht zustechen? Das ist komisch. Ich stehe daneben. Ich bin mir sicher, dass wir Klingenwirbel schon mal von unten auf so einen auf Säcken stehenden Gegner machen konnten. Geht jetzt nicht. Woran liegt's? Schwer zu sagen, aber dann hauen wir eben den hier um. Ah, jetzt hast du wirklich deine. Ja, du hast deine 2 Punkte jetzt wieder tatsächlich. Dann kannst du hier nochmal austeilen. Jetzt hat der 2-mal Rubedo. Du gehst dahin. Und bist fertig. So, Dringil, kannst du denn hier? Ja, du kannst das. Warum konnte Martin das gerade nicht? Da geht's nicht. Es geht aber von vorn geht's aber. Ja, dann halt von vorn. Wir sind ja nicht wählerisch. Jo. Was machst du jetzt? Till? Nee, Mieke. Oder beide. Und Martin wieder. So, wir sollten. Der hier ist so total nervig, den lassen wir mal bis zum Ende stehen. Der hier, der ist gerade schlimmer. Ah ja, guck mal. Also das mit dem bei kritischem Treffer einen Aktionspunkt zurückbekommen, das geht auf alle Fälle. Was Martin noch viel böser macht. Wodurch hast du das gelernt, Martin? Wer weiß, Dringil kann das, glaube ich, nicht. Der kann aber nichtsdestotrotz sich an dem Typen mal heilen, weil der hat jetzt 3-mal Rubedo. Das müsste ja Heilung geben. Na, der ist ja fast down. Ach, wir hatten doch eine Granate, eine Krähenfußgranate. Okay, dann wer ist denn danach dran? Till. Till kann sich auch noch heilen. Ja, das machen wir. Dann zieht sich Dringil zurück. Und Till, katalysierender Schlag. Und du hast dich nicht geheilt. Warum nicht? Du hast doch diesen Korallensäbel. Der hätte doch jetzt heilen müssen. Fragen über Fragen. So, Mika. Du teilst hier aus. Das bringt nicht viel, aber es ist auch wurscht. Hätte nicht viel gebracht, sie von hinten angreifen zu lassen, weil der Typ ist so resistent, hat so viele Lebenspunkte. Da müssen wir wohin noch ein bisschen draufhauen. Dann bleib mal da, wo du stehst. Der Typ haut zurück. Und wechselt. Damit Till uns im Weg steht. Das ist ja gar nicht so unschlau gewesen von der KI. Immerhin haben, er hätte sich aber andersrum drehen müssen, weil, na gut, ich hätte hier über den Sack klettern können, weil der Schildarm ja noch besser geschützt ist als der Nicht-Schildarm. Wir versuchen hier möglichst oft kritisch zu treffen, ja. Einmal kritisch. Aber mit dem können wir nichts anfangen, mit diesem einen Punkt. Dann geht zur Seite. Ende deine Runde, Dringil. Ah
sein. Humorus. Ja, Dringel hat den Skill nicht, sonst hätte er jetzt auch einen Punkt zurückbekommen. Zurück. Martin wieder. Ich bleibe dabei. Drei kritische, das heißt, wir können gleich nochmal weitermachen. Und drei kritische, wir können nochmal weitermachen. Ein kritischer. Jetzt können wir nicht mehr weitermachen. Deswegen räumen wir das Held. Einzweilen. Und Dringil rückt auf. Wenn Dringil das schaffen würde mit diesem mehrfach immer wieder zustechen können, dann wäre das richtig gut, weil er ja sich von Schlag zu Schlag irgendwie hochputscht mit irgendeinem Stärke-Buff durch die Waffe von Stella, durch eine der beiden Waffen von Stella, glaube ich. Und der Killer wieder. Wie oft bist du jetzt dran? Ja, nur einmal. Schade, Martin. Lief so gut mit dir. Aber der Gegner ist überhaupt nicht dran. Ach, jetzt ist Till dran. Ja, dir müssten wir die Chance geben zu katalysieren. Aber du machst dann ja immer noch relativ wenig Schaden. Oder du machst einfach gar nichts. Ja, du räumst das Feld. Till, sei mir nicht böse, aber es ist besser, wenn du in diesen Kampf nicht eingreifst als Damage-Dealer oder als Schadensausteiler. Guck mal, wie das geht. So, ja. Dann kann der Nächste oder wer auch immer es ist, die Nächste vielleicht, jetzt auf jeden Fall dann auch das beenden. Ne, geh noch ein Stück weiter. Das ist Mika. Schön. Und die heilt sich. Jau. So, was ich nicht verstehe, ist dieser Skill bei Malten und auch bei Dringil. Klingelwirbel, Aktionspunkte 3. Führe eine Reihe flinker Schläge aus, die unterschiedliche lebenswichtige Körperteile treffen. Füge dem Ziel Schaden zu. Wendet zufällige Humorstapel auf das Ziel an. Da steht ja nicht bei jedem Mal. Das war aber früher bei jedem Mal, oder? Das ist seltsam. Wie ist es denn bei Dringil? Gut, das steht das gleiche drin, logischerweise. Oh. Nimm du das mal weg. Ich will mal eine ganz normale Granate wieder zunehmen. Danke. So, wir plündern. Das Schwefelhakenspieß. Jede Menge Geld. Und noch viel mehr Geld. Gut. Wir sind jetzt hier. Ach, wir gehen immer mal links rum irgendwie. Oh! Ah, das ist der, den wir verfolgen müssen. Der ist ja runtergehüpft, hab ich gesehen. Was war das? Ah, okay, das war die Kiste. Wir haben noch gar keine Kiste aufgemacht. Aber im Elendshirtel gibt es vielleicht auch nicht so viele Kisten, die man einfach so plündern könnte. Das ist rollenspielerisch gesehen total logisch. Trotzdem möchte ich es nicht versäumen, hier auch zu plündern. Ja. Das sind nur drei. Das muss hoffentlich schnell gehen. Na, es geht nicht. So, der da ist gefährlich. Martin macht guten Schaden, aber leider nicht kritisch.
Dringil, das kannst du besser. Nö. Nö. Na, einmal. Ja, du brauchst halt ein bisschen, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Ne? So, jetzt Schaden fressen. Also entweder liegt es an der Gegnerskalierung, dass wir durch den Dreifachstoß nicht mehr drei Humores austeilen. Also es war früher auch schon immer mal so, dass wir zugestochen haben und es gab keinen Humores. Das ist immer schon mal passiert. Ich erinnere mich. Es war mitnichten so, dass wir bei jedem Mal wirklich drei Humores ausgeteilt haben. Das ist oft passiert, aber auch nicht immer. Und jetzt passiert es halt bei einem Mal, bei dreimal zustechen, noch vielleicht einmal, dass wir Humores austeilen. Das ist halt echt ein bisschen auffällig. Also entweder hat man da an der Wahrscheinlichkeit gedreht, dass das weniger oft passiert, was ich gut fände, weil es gut fürs Balancing im Spiel ist. Oder es liegt daran, dass die Gegner mitskalieren. Dass sie jetzt irgendwie was dagegen setzen, irgendeinen Widerstand oder sowas. Oder dass sie vielleicht bestimmte Humores gar nicht gesetzt kriegen können und immer dann kein Humores gesetzt wird, wenn wir den halt ausgewürfelt hätten. Aber auf der anderen Seite habe ich bisher nicht gesehen, dass irgendeiner unserer humoresetzenden Angriffe überhaupt nicht funktioniert hätte. Es ist irgendwie seltsam. Till, na du. Tobst dich da aus. Danke. Martin, kommst du mit dem Typen... Ah, da kommst du gar nicht rundherum. Du musst von vorn zugreifen. Aber ich glaube... Den, naja, schaffst du fast. Fast nicht schaffst du den. Nur ein Kritischer dabei, dann bleib bitte einfach stehen. Beringil kann jetzt sich gesund stoßen. Ein bisschen zumindest, hat immerhin einmal... Ja, Gegner down und Ringil geheilt. Das finde ich gut. Du bleibst genau auch so stehen. Martin kassiert. Mika auch. Die ist jetzt aber gewöhnt. Martin, kannst du hier? Ja. Dann ist der down und du hast dich geheilt. Dringil. Oh, das war gut. Nee, komm. Lass es. Wir haben ja noch Till. Der kann hier Schluss machen. Alles klar. Nichts Neues. Nichts. Oh doch, Goldskalpell ist neu. Wir finden tatsächlich dann noch neue Sachen. Einfach mal so. Was ist ein Goldskalpell? Ist das ein Schmuckstück? Ja. Oh, wir haben es schon einmal gefunden. Goldskalpell wird von Ärzten der höheren Gesellschaftskreise verwendet. Trotz der Extravaganz ist es voll funktionsfähig. Wenn du Gold auf einen Feind katalysierst, werden alle positiven und negativen Statuseffekte des Benutzers und des Feinds entfernt. Und es wird Schaden für jeden der entfernten Effekte zugefügt. Ah, mit Statuseffekten haben wir zuletzt nicht so viel zu tun gehabt. Wer katalysiert denn? Also, ja, Till eigentlich. Nimm das mal. Was macht das hier? Wenn du Bronze katalysierst. Ich glaube, wir nehmen dann mal eher das Medizinkästchen, das uns sagt, wenn wir Silber katalysieren. Wobei, nee, das beißt sich ja mit dem Goldskalpell. Das ist nicht so schön. Dann vielleicht doch lieber das da. So. Das Eisatom, damit die Queste von Stellas Vater nicht ganz umsonst war. Okay, wir kamen daher, wir müssen hier hin. Und finden aber überhaupt nichts. Überhaupt gar nichts finden wir hier.
Doch. Molotow-Granate, Blitzgranate, Wurfmesser. Nur Verbrauchsgüter. Boah, torkelt hier nicht rein, Dringil. Und auf der anderen Seite vielleicht auch noch eine Kiste. Vielleicht auch nicht. Ein Waschzuber und ein Waschbrett. Ja. Und hier hinten war wirklich nichts, ha? Nee. Ich habe den Eindruck, ich bin einfach nur zu blind, um zu sehen, was ich sehen soll, nämlich die Kisten. Oder gibt es hier wirklich so weniger? Hm. Okay, wir kamen von da, sind jetzt dort gewesen. Dann, naja, verfolgen wir mal diesen Kapuzenmenschen. Ich glaube, wir haben gar nicht die, also gar keine andere Chance, denn da hinten. Ah ne, hier ging es weiter, tatsächlich. Da sind Gegner. Jenseits des Kanals. Ah, hier geht's nicht weiter. Gell? Jo. Wir müssen erst einmal durchs ganze Level hier durch, um das aufsperren zu können. Und hier sehe ich nichts mehr. Dann müssen wir also wieder zurück und wahrscheinlich gegen die nächste Gruppe dort drüben kämpfen. Hier ist dieser Rattentyp runter, der ist dann da lang gerannt. Ich habe es gesehen. Aber ich beschäftige mich mit euch. Hallo! Mann, seid ihr blind! Till. Martin. Ja. Oh, wir sind nicht zuerst dran. Was ist denn da los? Martin, wir sind nicht zuerst dran. Ja, immerhin kannst du dich ordentlich heilen, auch wenn das Gift natürlich jetzt wieder kontraproduktiv war. Ich hätte einen Geneva gehabt, aber ich habe nicht dran gedacht. Dringilein. Ah. Moment. Da haben wir doch jetzt eine Granate für, hä? Huh? Ja, haben wir. Okay, an die Seite. Rundenende. Schluss. So, der blutet. Schön, dass du da durch die Gegend läufst. Aha. Hey, hör mal auf, hier so rumzustechen in deinem komischen Nebel. Dringil, der da ist deiner. Ach nee, das ist Till. Naja, ist trotzdem deiner. Ja. Geh mal da raus. Ach, du blutest auch. Mika. So. Auch mal da raus. Martin, komm, nimm den da jetzt. Dahin. Tja, danach ist wer dran? Der da. Aber den kriegst du nicht down. Dann stich den hier. Ja, das war doch sehr ordentlich. Zurück zu deiner Position. Dringil wehrt sich. Und er lädt dich dann doch mal hoffentlich den da. Reicht das schon? Knapp nicht.
dann vielleicht einfach so. Prima. Und Martin, du kannst den jetzt abservieren. Was für komische Soundeffekte. Geneva, scheinerweise ein Krähenfußgranate wie Kreol. Molotow-Granate, Messingfernglas. Okay, muss ich irgendwas nachfüllen? Bei dir, was hattest du denn? Du hattest auch irgendeine Granate. Machen wir das so. Nee, du hast einen Geneva. Ah, stimmt. Du hattest einen Geneva. Dann nimm auch einen. Ich glaube, wir machen das mal anders. Diese Wurfdolche brauchen wir gar nicht mehr so viel, glaube ich. Nimm einen Geneva, die kann man immer gut gebrauchen. Und nimm mal Molotow. Und Till. Ja gut, du als Tank mit dem Geneva, das finde ich gut. Und mit einer Granate auch, ja. So, das hat uns überhaupt nichts gebracht, das hier freigekämpft zu haben. Außer ein bisschen Ruhm, Ehre und schön verbrachter Lebenszeit. Wir müssen hier drunter. Ah, Treppe, ja. Ich verstehe. So, der Rattentyp ist links rumgelaufen. Was sind das hier? Nee, das hier. Oh, eine besondere Truhe. Mit einer Handsense. Was ist denn das? Kelle? Das ist eine Kelle. Oh, Tulpenzwiebel. Die Zwiebel einer Tulpenblume. Durch sorgfältige alchemistische Kreuzung wächst diese Art auch unter schwierigen Bedingungen schnell. Der essbare Teil wurde stimuliert, damit man beim Verzehr einen Energieschub erhält und schnell keine Hungergefühle mehr hat. Das alles leider auf Kosten des Geschmacks. Und hier? Kelle. Ein einfaches Gartenwerkzeug von einem freundlichen Mönch. Das Graben in der Erde erinnert an angenehmere Tage. Eine Zeit, in der der Nebel die Sonne noch nicht blockierte. Gartenarbeit bot nicht nur eine nette Ablenkung, sondern auch viele alchemistische Komponenten, mit denen man arbeiten konnte. Ja, aber das, was wir gerade gefunden haben, ist das alles nicht, sondern ist das da. Eine Handsense. Ein einfaches Erntewerkzeug, das immer noch überraschend scharf ist. Angeblich in der Lage, körperliche Essenz von Opfern zu ernten, wenn man den Ammenmärchen Glauben schenkt. Trinki, nimm das mal. Einfach, weil du es kannst. So, das Ende. Da vorne sind die nächsten. Ah. Schwertbrecher, Duellantengarderobe 3 und Kolimarsche. Das ist aber alles nichts wirklich Neues. Oder? Vielleicht ja doch. Fechtklinge, bei der die Klinge an der Basis abrupt schmaler wird. Dieser Form ermöglicht es dem Träger leichter zu parieren und zu kontern, doch die Übergangsstelle gilt als Schwachpunkt. Trotzdem ist sie eine allgemein angesehene Waffe. Ja, warte mal, gehen wir zu Martin. Wir haben jetzt auch eine bessere Rüstung, wir machen dich mal zu was anderem. Und jetzt wieder zum Duellanten. Und sehen, was du dir in die Hand nimmst. Du nimmst ja wirklich diese Kolischmarde heißt das, in die Hand. Und den Schwertbrecher. Das scheint besser zu sein als diese Pistole. Na ja, gut. Zwei Sofakissen. Jetzt in der Gruppe. Und die nächste Zwergenansammlung. Bumm. Ja. Martin beginnt, wie üblich.
Dann stellen wir dich dahin. Danach kommt Ringil an die Reihe. So. Mein Lieber. Walte deines duellantischen Amtes. Die Waffe, die du hast, ist besser, tatsächlich. Geh da rauf. Und bleib einfach stehen. Au. Ja. Au. Ja. Das hat er sich anders vorgestellt. So, Dringil, können wir aus dieser Situation gleich mal hier Profit schlagen? Ich glaube ja. Ein Schurkelein weniger in Grant. Ja, da konnte Martin nicht zurückschauen, weil das über Eck war. Da auch nicht. Das war sogar so ein katalysierender Schuss, oder? Martin, wie geht's dir? Jetzt geht's dir besser, gell? Ich glaube, du solltest dich hier mal mit dem anfreunden. Oh ja. Ach, ihr seid ja allerbeste Freunde. Gleich auf Anhieb. Wow. Und Till. Einfach, dass er mal ein paar Humores hat. Und jetzt auch ein paar Katalysatoren. Schön. Was bist du für einer? Oh, Doppelsetter. Der ist sehr gefährlich. Was Trinki gleich spüren wird. Na, wobei. Ich würde sagen, Gleichstand im Schaden. Und du bist auch gleich mal dran. Dann zeig ihm mal, wo der Frosch die Locken hat. Und zwar genau da. Wo es besonders wehtut. Ja, ist gut. Du kannst auf zwei Felder hauen. Du bist der Allergrößte. Den spiele ich jetzt kaputt. Ja. Leider nicht wirklich viel Heilung. Und schon wieder dran. Da musst du hin. Ja. Ja, diese Duellanten-Messerstecher von hinten, die sind auch wirklich überkräftigt. Ne? Overpowered. Müssen wir irgendwas... Ja, wir müssen hier mal in die Pulle gucken. Und irgendwas nachholen. Ja, Geneva haben wir genug. Ja. Noch ein Goldskalpell. Ja. Schön, dann überlege ich gerade, wo ich herkam. Ich kam von hier. Der Rattentyp ist hier reingelaufen, da bin ich mir relativ sicher. Warum wird er nicht angegriffen, ne? Und wo ist der Angelteich, wo ich Wasser schöpfen soll aus dem Brunnen? Ah, da hinten ist der Angeltyp. Der Rattentyp. Ja, vielleicht angelt er auch. Ja, zwei. Ah, vier. Geht schnell. Also die Typen machen ja nicht so viel. Vielleicht... Ah, nee. Ist keiner, der sich ritzt. Ah, schade.
Aber vielleicht können wir ja doch noch irgendwie hier einen Molotow-Cocktail hinwerfen. Mach. Dann ist der Typ weg. Martin ist wie von Zauberhand durch irgendeinen Effekt geheilt, den ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und zieht sich zurück. Und überlässt Dringil das Feld, der aber da nicht reinlaufen möchte. Sondern stattdessen hier mal nach dem Weg fragt. Nach dem Weg zum Friedhof. Sauber! Ja, ritzt dich nur. Wieso sind all meine Helden heile? Die hatten so ein bisschen Schaden alle. Martin, da hinzuhechten ist jetzt irgendwie nicht so schön. Mach das mal dort. Oh, das wird kritisch. Das wird sehr kritisch für den Gegner. Weg mit dir. Till. Ja. Geh mal dahin. Und Mieke hängt. Ne, Mieke geht erstmal rundherum. So viel Zeit muss sein. Ja, sehr schön. Schade, dass du nicht Ringel angegriffen hast. Der hätte sich nämlich gewehrt. Sehr gut. Ja, Martin, du solltest jetzt hier Schluss machen, aber auch vor allen Dingen nur deswegen, weil der Gegner sonst noch mal dran wäre. Das ist nicht so zuzulassen. Ja. Irgendwer hat einen Molotow geworfen. Das warst du. Also hier, Martin ist nicht ganz heile und Till auch nicht. Und manchmal, wenn wir den Kampf beginnen, sind sie dann wieder heile alle. Das ist irgendwie mir noch ein bisschen schleierhaft. Ist das ein Bug oder ist das irgendwas, was ich nicht verstehe? Irgendeine Spielmechanik, die schon richtig ist. Oh, Vierrohr ist was Neues. Ach, Leute. Ehrlich. Vierrohr. Eine Donnerbüchse mit vier Läufen, die Gerüchten zufolge die ganze Besatzung eines Galeonendecks erledigen könnte, wenn alle Läufe gleichzeitig abgefeuert würden. Auf ein einzelnes Ziel gerichtet, würde sie dort, wo das Ziel stand, nur roten Rauch hinterlassen. Das haben wir gerade gesehen, ja. Alchemist und Dragoner. Homunculus. Ja, das brauche ich nicht unbedingt. Nee, das erscheint mir zu speziell. Und jetzt habe ich irgendwie die Orientierung verloren. Warte mal, wir kamen doch von hier, richtig? Wir kamen von hier, genau. Wir kamen von dort, wollten hier um die Ecke. Der Rattentyp steht da hinten. Oh, dieses Geschrei. Ist hier was versteckt? Nein. Auch nicht. Na dann, auf Rattenjagd. Hier leuchtet was. Heißt das, du bist ansprechbar? Nee. Ratti. Ratti, wo bist du?
Wir haben Neckar. Und der Brunnen blinkt. Das ist der Brunnen, aus dem wir schöpfen müssen. Aha. Okay. Dann Neckar. Neckar. Das ist etwas für alle Geschmäcker. Das habe ich mich gar nicht schlau angestellt. Aber ich hoffe, dass die jetzt als wahrscheinlich hochstufigere Neckar, als wir sie bisher kennen, ist ja lange her, dass wir welche bekämpft haben, mir jetzt nicht irgendwie Überraschungen bereiten. Ja, sie sind schnell. Ich kann euch anzünden. Tue ich es auch? Das ist die Frage. Im Wesentlichen ist es ein Kreuz. Außer Reichweite, ist nicht dein Ernst. Ach, Martin. Warte mal. Geh mal dahin. Versuch's nochmal mit Gemütlichkeit. Das war die falsche Taste. Gemütlichkeit. Und dann klappt's auch. Und dann geh mal hier aus der Schusslinie. Auch wenn niemand schießen wird. Dringil, den hier, den kriegst du doch klein, ha? Huh? Ja, vielleicht auch nicht. Aber wir müssen es trotzdem so versuchen. Das ist jetzt ein bisschen hartnäckiger als... Ah ja, die sind ja auch inspiriert jetzt, das ist richtig. Was machst du, inspirierter Neckar? Läufst zu Till. Das sollst du ja machen. Genau das Richtige. Danke. Und der beißt Mieke. Jo. Und Martin. Aber du kannst doch jetzt hier wirklich mal einen Schachmatt setzen. Das ist genau der, der gleich nochmal dran wäre. Also musst du das bitte erledigen jetzt. Ja, und hast sogar noch genügend Punkte wieder, um hier noch zweimal Robedo auszuteilen, was ich sehr begrüße. Denn es hilft Till womöglich, sich hier zu heilen. Geneber zu trinken macht keinen Sinn, weil die beißen dich wieder und dann bist du ja wieder blutend. Das hilft für Dringil. Ach, das macht nicht viel Schaden. Das hier macht auch nicht viel Schaden. Dann teile aus. Genau, und bleib so stehen. Ach nee, komm, wir machen das jetzt hier. Einfach, weil wir so viele von diesem Zeug haben. Jo. Und Mieke. Die blutet. Schlecht. Du müsstest am besten dahin. Da kommst du... Ach, du kommst da überhaupt nicht hin. Du kannst nur dahin gehen und hier mal austeilen. Was? Okay, dann geh halt dahin. Und teile aus. Ja, schön. Und bleib genauso stehen. Das war das. Es war irgendwas, auf das Dringil vorbereitet war. Das war ein Katalyse. Katalyse. Ein katalytischer K-
katalysierende Katalysebiss. So, wo sind wir denn noch? Da ist noch einer. Und hinter Mieke. Dingil. Hinter Mieke ist schlecht, aber der hier ist gut. Ja, wir haben schon bessere Schaden gesehen. Aber immerhin, wir haben da einige Humores drauf. Damit kann Martin doch was anfangen. Ja, versuch mal genug Kritische zu machen. Ja. Ja, zwei Kritische, das heißt, du kannst noch katalysieren. Beziehungsweise... Das reicht ja auch schon. Und dann kannst du sogar da hinten hinklettern. Und bist dann gleich wieder dran und vermöbelst den hier. Dem geht's noch viel zu gut. Aber das ändert sich gerade ganz gewaltig. Und ich glaube, nicht zu viel zu versprechen, wenn ich sage, Dringi wird das doch jetzt irgendwie schaffen. Zumal er vielleicht, wenn Skap von hinten angreifen kann. Nee, kann er nicht. Ah, dann habe ich zu viel versprochen. Das geht auch nicht. Ja, dann geh halt dahin. Aber jetzt, Martin. Prima. Einsammeln. Beute, also Geld. Granate. Und das war's. Wir müssen Sachen austeilen. Vor allen Dingen kannst du mal hier einen großen Trank benutzen. Hier hätte ich ganz gern nochmal so eine Bombe. Und du nimmst einen Genever und einen Molotow. So. Und hier, das ist offenbar, das ist der Angelteich. Und das ist der zugehörige Brunnen. Wenn da solches komisches Wasser ist und dann da der Brunnen ist, dann können wir uns alle denken, dass da nicht so viel rausgefiltert werden kann. So viel filteraktives Sediment kann da gar nicht dazwischen sein. Naja. Aber was anderes ist hier nicht zu tun. Wir interagieren mit diesem Brunnen. Und haben Brunnenwasser. Bringen den Becher Wasser zu Rumbut am kleinen Seeweg im Werfviertel. Brunnenwasser, das ist bestimmt ein Schlüsselgegenstand. Genau. Wasser aus einem Brunnen im Elendsviertel, ohne jegliche Verunreinigung, mit einer kristallklaren Oberfläche. Es sieht köstlich erfrischend aus. Okay. Das Spiel straft mich Lügen. Dieses Wasser scheint besonders zu sein. Aha, aha, aha. Sehr gut. So, dann haben wir hier hinten die Ecke ja erfolgreich uns angeschaut. Und müssen immer noch diesen Kapuzentypen finden. Wo ist denn der hingelaufen? Also es ging hier los, also hier runter, dann hier lang. Ach, der ist hier und wir müssen jetzt hier abbiegen, um auf diesen größeren Platz zu kommen und ihm da irgendwie weiter zu verfolgen. Das ist genau hier. Und da rennt er, dieser Sack. Und rennt über diese Brücke und steht jetzt dort hinten. Und hier haben wir den nächsten Kampf gegen Zipfelmützenträger. Ich schaue vorher, ob es hier irgendwo was gibt, was ich vielleicht noch nicht gesehen habe. Im Moment bleibt es aber genau dabei. Schön. Ja, liebe Querlinge, das Video ist lang genug. Wir kämpfen uns halt durch ein neues Stadtviertel. Das ist nun mal so, das dauert ein bisschen länger. So neue Kämpfe will ich alle einmal zeigen, weil ich ja nie genau weiß, ob nicht irgendwo was Besonderes droppt oder irgendwas Besonderes passiert in so einem Kampf in unbekanntem Terrain. Und damit geht's dann mit der vor uns stehenden und durch den Nebel tapernden Gruppe auch gleich mal weiter am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin!